Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Butchern von Kalle den Ultramapper, ne? Ja, Butchern. V2 von Kalle den Ultramapper, ne? So ist er. So lange Rede, gar keinen Sinn. Wir hängen ihm die Wagen hinterher. Wir müssen noch Futtermittel ran organisieren, ne? Das wird noch ein teures. Teures Vergnügen, let's check. Kommen wir da rum? Ja. Machen wir Licht an. Safety first. Oh, nix Safety first. Wir haben keine Polarlampe. So, wir brauchen Rübennaschschnitzel und Getreideschrot. Da wir das noch nicht selber herstellen können, müssen wir das eben zukaufen. Aber wir brauchen das. Wir kommen da auch so nicht drum rum. Das ist das Problem. Wir haben gar nicht so viel Gras und Frischgras und dies. Wir müssen die Feldspritze umsetzen. Mein Tiefenlockerer muss sich da irgendwie nochmal in mich gehen, warum der da im Moment so einen Müll grubbert. Kein Plan, ey, wenn ich ganz ehrlich bin. Wolle müssen wir auch noch abholen, ne? Wir haben ja da noch so ein bisschen Wolle. Aber sieht auch schlecht aus hier. Schon ein bisschen blank auf der Tasche, ne? Wir können Kartoffelschnitzel mal verkaufen, dann kriegen wir das auch wieder rein. Da ist nichts im Kraut, ne? Ne. 13 war noch im Kraut. Da sehen wir einmal Gras. Dann können wir da Hafer sehen. Klappt das? Ist hier noch ein Kurs drin? Wieso hast du noch einen Kurs drin? Oh Mann, jetzt habe ich zwei Wagen hinterher. Komme ich da überhaupt dran? Das könnte nicht klappen. Da ich ja den wenigsten Schlepper mitgenommen habe. Machen wir voll den Laden, wir brauchen es. Wackelst du heute so? Was soll der Schickram hier? Ja, jetzt geht's erst wieder. Oh nee, da kommen wir niemals rein, du Schickram. Wir hätten nämlich zwei Wagen mitnehmen sollen. Wir bringen es erstmal weg, ne? Sicher ist sicher. Und holen dann den anderen Wagen. Wir werden die wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr hintereinander koppeln. Weil wegen ist nicht so günstig gerade. Und nee, jetzt muss ich mit dem Truck rückwärts fahren. Oh, nicht wieder Vögel. Wenn läuft, dann läuft, ne? 4.000 hat das ungefähr gekostet, ne? Wegen Nassschnitzel kannst du wohl machen, ne? Getreideschrot wird teuer, aber das können wir nächstes Jahr im Herbst selbst herstellen. Und bis dahin müssen wir uns noch so ein bisschen behelfen. Mit... Dass wir das zukaufen müssen, jetzt über Winter, ne? Vielleicht ist es dann besser mit Füttern und so. Ich habe da keinen Plan, weil ich ja ziemlich viel Frischgras in den Stall gekloppt habe. Weil sich das dann alles alleine aufgebaut hat. Ich habe da noch nicht so wirklich einen guten Plan. Gibst du nur hinten oder zur Seite?
So, warte. Nee, wir müssen hier lang. Das nützt nichts, Leute. Das wird hier jetzt ein Trauma. Mit dem Truck rückwärts vorne. Sag mal, warum kommst du denn jetzt so schnell rum? Hol doch immer noch einen Kaffee, das kann dauern. Das ist nämlich nicht da. Aber wir geben nicht auf. Das wird doch gelacht, wenn wir das dann hier hinten hingezirkelt kriegen. Guck mal, das klappt sogar fast, wa? Ja, fast, ne? Sonny, das klappt ja gar nicht. Vor allem, wenn man so besoffen lenkt wie Sonny, ne? Wohin gibst du eigentlich? Da zeigst du auch genau an, ne? Ja, nix, Kornschieber. Links, rechts. Hast du nur Kornschieber? Ja, super. Nee, tüfte. Guck mal, hat sogar geklappt. So, ein Wagen davon. Nee, wir behalten die. Du musst aber jetzt erstmal beiseite gestellt werden. Aber wohin, ne? Wir haben ja auch noch den großen Wagen. Komm, dann verkaufen wir einen hiervon. Ja, dann geht auch erst aus. Mann, du. Jetzt ist auch die Gelegenheit günstig. Guck mal, der war ein Händler. Gut, so, wir müssen da eben nochmal hin. Wir brauchen ja auch noch Getreideschrot, ne? Rübennassschnitzel, check. Aber da brauchen wir wahrscheinlich noch einen Wagen von, ne? Aber erstmal eben noch Getreideschrot ran organisiert. Und dann können wir nämlich überall ein Schüppchen reinfahren erstmal. Und machen die Grundfuttermittel wieder voll. Und dann würde ich sagen, läuft der Laden, wa? Rübennassschnitzel 2000 Liter, Getreideschrot 2000 Liter jeweils im Stall. Dann hast du dann halt immer so ein Mischverhältnis, ne? Grundfutter, Heu. Und dann müsste das ja passen. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Aber ich denke schon, dass das dann ganz in Ordnung ist. Wenn wir das so beibehalten, ne? 2000. Müssen wir auch noch was rüberfahren. Moment.
Das ist auch doof, ne? Aber jetzt extra so einen Mischwagen vollkloppen. Wir haben noch keinen Plan, wie die Mische aussieht. Da müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich werden wir auf Dauer dann nicht drumherum kommen, doch den Futtermischwagen zu benutzen. Aber ich glaube, dann brauchst du mehr Silos, weißt du, dass du dann besser variieren kannst und so. Sonst hast du ein Problem. So kann ich mir das ja sparen mit dem Mischwagen, ne? Vor die Futter, Grundfuttermittel alle vier Stufen rein. Immer 100%. Wenn ich mit dem Mischwagen fütter, werde ich wahrscheinlich das Problem mit den Komponenten haben. Ich weiß nicht mal, ob wir da jetzt reinkommen. Ich habe mir nicht den wendigsten Schlepper mitgenommen. Ob das was knapp ist. Ja, klappt. Ja, als hätte ich es geübt, ne? Nix Weizen. Ach, wir können ja alles zukaufen, oder was? Guck mal, du kannst hier alles zukaufen. Okay. Ja, ich wollte Getreideschrot. Dann können wir das ja rein theoretisch selber herstellen. Wir kaufen morgen Gäste und fahren das, was wir in Silo haben, selber weg. Achso, ich habe den Wagen verkauft. Ich den gerade. Das geht aber mächtig in der Tower. Das wäre. Guck mal. Heiner, nein. Wir müssen doch Kartoffelschnitzel verkaufen, wer? Okay. So, dann 50.000 Glocken da. Teures Vergnügen. Der wird es heute wieder selber herstellen. Wir bräuchten ja, glaube ich, nur Gäste zu kaufen, ne? So, und darüber überlegen wir ja auch noch. Boah, der ist echt teuer. Ja. Richtig teuer. Ich glaube, wir kaufen dann morgen Gäste zu und dann tun wir das selbst herstellen. Wir gucken gleich mal, was wir alle im Silo haben. Also, das ist echt. Alter, nein, ey. Das sind 21.000 Liter, über 50.000. Das sind ja über 1.900 Euro. Für eine Tonne Getreideschrot. Na, dann. Weiß ich nicht. Finde ich ganz schön happig. Klar ist Kraftfutter teuer. Das will, muss man sich nichts vormachen. Mit den Komponenten, die da drin sind, ist das auch logisch. Wir bräuchten noch ein kleines Silo, wo wir das reinkippen könnten, ne? Auf Dauer. Auf Dauer könnten wir auch das da verkaufen, ne? So, du bleib mir eben hier stehen. Weil wir wollen eben zum Fan. Dann können wir den schon. Machen wir gleich. Können wir den schon mal umfahren? Weil der muss ja noch. Ja, dann müsste reichen für Feld 13, wäre. Da weiß ich nämlich dann beim nächsten Mal, dass ich den da ansetzen muss. So Chili Vanille, ne? Da müssen wir walzen. Läuft. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat,
hier auf dem Chaos-Kanal und die wollten nichts mehr verpassen. Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!